Der alphabetischen Reihenfolge ist es geschuldet, dass wir jetzt eine thematische Doppelung bekommen, aber ich glaube, das ist gar kein Problem für Lea Kotthoff, weil da soll es auch gehen um Jugend und Ehrenamt. Wie siehst du das? Genau, mir ist nämlich aufgefallen in letzter Zeit, es sind immer weniger Jugendliche in Ehrenämtern tätig. Das fehlt natürlich überall, das betrifft nicht nur die Landjugend oder die Feuerwehr, es ist nun mal überall so. Und die Frage einfach, warum fehlen diese Jugendlichen? Warum möchten die kein Ehrenamt übernehmen? Das sind so viele Aspekte, wenn man mal so einen Verein begutachtet. Das ist wie ein kleines Unternehmen mittlerweile schon. Und da gehört Verantwortung dazu und natürlich muss man dafür auch die Zeit und die Lust haben. Und die meisten sagen einfach, Lust hätte ich, ich würde es gerne machen, nur es passt mir zeitlich nicht. Weil es ist nun mal so, heutzutage sitzen die ganzen Jugendlichen bis nachmittags in der Schule, müssen dann noch lernen und Hausaufgaben machen. Und das Problem ist dann einfach, denke ich, diese Unregelmäßigkeit. Weil Erwachsene, die gehen arbeiten und schaffen das auch, ein Ehrenamt auszuüben. Nur bei Jugendlichen ist das so, dann kommt diese Klausurphase und dann geht gar nichts mehr. Dann haben sie gar keine Zeit mehr für was anderes. Und dann sagen sie, ich kann dieses Ehrenamt einfach nicht ausüben. Ja, vielen Dank. Das ist, wir haben auch ein Vorgespräch geführt, ein Punkt gewesen, mit dem ich da konfrontiert wurde, an den ich auch nicht gedacht habe. Man kann natürlich sagen, ja, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, die Erwachsenen, die das tun, die haben auch alle Verantwortung, Familie und. Aber es gibt wirklich diese Besonderheit, diese sehr unregelmäßig verteilten Spitzenpunkte in der Arbeit, insbesondere in der Schule. Und ich glaube, das ist wirklich nochmal ein Unterschied. Und da muss man vielleicht auch drüber nachdenken, wie kann man zu anderen Formen von ehrenamtlicher und von Vereinsarbeit gelangen, die so sind, dass Jugendliche mit ihrem Zeitbudget die besser wahrnehmen können. Vielen Dank. Sebastian, junge Menschen sind ja ständig auf Achse, das kenne ich selber noch. Funktioniert das hier im Landkreis mit dem Angebot des ÖPNV gut oder müsst ihr oft auf andere Lösungen zurückgreifen? Ja, wir müssen oft auf andere Lösungen zurückgreifen. Ich habe kurz vor der Veranstaltung habe ich noch mal mit Bekannten, mit Freunden gesprochen. Das Problem ist, dass man sich heutzutage nicht mehr auf Busse oder auf Asttaxen verlassen kann. Wenn ich habe viele Freunde, die machen Schichtarbeit. Die müssen morgens um 6 Uhr an der Arbeit sein. Morgens um 6 fährt kein Asttaxi. Wenn man jetzt eins bestellt, okay, dann gibt es mal vielleicht Ausnahmen, dann fahren sie. Aber es heißt auch lange nicht, dass ich jetzt eins für 14 Uhr bestelle, dass es auch da ist. Dann werden Oma, Opa oder Mama, Papa gefragt, könnt ihr mich gerade fahren? Ist natürlich, die müssen auch arbeiten. Und das ist genauso mit den Bussen. Ich komme aus Landau und viele ältere Menschen aus Landau würden gerne mal nach Wolfhagen fahren. Weil da ist ein guter Arzt, der war vorher in Landau, der ist jetzt in Wolfhagen. Die sagen, ja, ich kann nicht. Ich komme nicht nach Wolfhagen, weil kein Bus fährt. Und ich habe nach Aarholm. Ja, das ist in der Tat problematisch. Also da müsste man noch Möglichkeiten schaffen, dass das eben behoben wird. So, jetzt. Vielen Dank, Sebastian. Hallo Torben. Das ist der Jüngste, der sich bereit erklärt hat, teilzunehmen. Ist aber auch vielleicht der Bekannteste. Das ist Torben Schott aus Gottelsheim. Sie werden ihn vielleicht kennen. Das ist ein kulturell und kreativ auf vielen Ebenen tätiger junger Mann, von dem wir alle noch Großes erwarten dürfen. Und er hat mir als Thema genannt, musikalische Bildung und Weiterbildung im Landkreis. Das beschäftigt dich in diesem Zusammenhang. Also mit der musikalischen Bildung hier, da steht es ja eigentlich nicht schlecht. Wir haben eigentlich eine super Ausbildung, Klavier, Geige, alles gut. Nur wenn ich jetzt nachher irgendwie weitermachen will, so Richtung Hochschule und so, dann habe ich halt jetzt relativ wenig Möglichkeiten und Infos. Deshalb würde ich mir einfach wünschen, dass schon vorher, bevor ich jetzt immer weiter Klavier spiele, jede Woche zweimal und immer weiter und weiter, dass irgendwie mal mehr Kontakt zwischen normalen Schulen, Musikschulen und auch dann den Hochschulen herrscht, damit ich eine Perspektive habe, wie könnte das später mal aussehen.
Glaubst du, dass das nur die musikalische Bildung und Weiterbildung betrifft, oder glaubst, kannst du dir vorstellen, dass das vielleicht auch für andere Interessenrichtungen, Berufsrichtungen von Bedeutung sein könnte? Natürlich, auch für andere Bereiche, auch für Fächer und vor allem an Schulen fände ich das wichtig. Vor allem so gegen Oberstufe, wenn man vielleicht auch schon weiß, was man studieren und machen will, dass wirklich mal jemand kommt, was ja wirklich nicht nur die musikalische Seite betrifft, sondern alles. Vielen Dank. Lukas, hallo. Es sind ja bekanntlich immer Ältere oder nicht unbedingt Jugendliche, die politisch sehr aktiv sind. Sollte man deiner Meinung nach auch Jugendlichen die Möglichkeit einräumen, sich an der Politik zu beteiligen? Ja, natürlich. Also es wurde jetzt auch oft angesprochen, dass es zum Beispiel die Möglichkeit von Jugendparlamenten gibt oder von so Gesprächsgruppen mit Ortsvorstehern, mit dem Ortsbeirat. Und das ist da auch mangelt. Als Jugendlicher, man steht da, man will sich vielleicht engagieren und es fehlen einem die Ansprechpartner, es fehlen einem die Möglichkeiten konkret, ohne jetzt den riesigen Aufwand zu stemmen, sich durch alle Schienen hochzuarbeiten, sich großartig zu informieren, wie man jetzt in die kommunale Arbeit reinkommt, sondern einfach, dass man von Grund auf herangeholt wird, dass einem erklärt wird, wie kann ich mich engagieren und wo kann ich wirklich meine Meinung einbringen, weil sonst wird man halt oft übergangen. Das ist ganz wichtig, das finde ich auch. Vielen Dank. Ich gebe das Wort weiter an Herrn Müller. Ja, ich finde es schön, dass Sie sitzen geblieben sind, zugehört haben. Das sollten wir uns öfter angewöhnen. Wir sollten öfter jungen Menschen zuhören, was die zu sagen haben. Wir sollten auch nicht abwinken mit, ach, das kann doch keiner bezahlen oder wie stellt ihr euch das denn eigentlich vor? Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie wir in einen Dialog kommen können und hoffe, dass ich damit auch so ein bisschen das aufgreife, was heute Nachmittag Professor Henkel und Frau Fries gesagt haben. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr wart super. Thank you.